willkommen bei The Wave of Things. Und ich bin Anthropologe von Populärmusik. Also werden wir hauptsächlich mit diesem Teil hier arbeiten. Das ist all jede Musik, die Sie auch im Hintergrund hören. Alles, was wir in den Charts hören, im Radio, wo wir CDs kaufen, wo Bands sind. Also das ist alles Populärmusik, was durch Massenmedien verbreitet wird. Wir haben jetzt ungefähr 10. Ja? Wie viel glaubt ihr, gibt es? Wie viele Musikstile? Oh. Also es muss unglaublich viel sein, weil zum Beispiel Metal ist auch sehr verbreitet. Es gibt insgesamt über 1200 Musikstile und Untergruppen. Ja? Hier haben wir ein paar davon, haben wir schon gesagt. Ja. Und jetzt kommen wir zum Kern der Sache, also zu New Wave. Gibt es ein riesiges Problem, diesen Terminus New Wave richtig zu definieren. Es gibt viele verschiedene Definitionsarten. Okay. Und plötzlich, also der Punk war der Style auch wichtig, der Emo, der Mohawk und zerrissene Jeans, solche Sachen. Aber der Style wurde noch wichtiger in dieser New Wave-Bewegung, die jetzt entstand. Jetzt sind wir ungefähr im Jahr 1977, 78. Und das war auch, das hat diese Musik ermöglicht, die dann entstanden ist in den 80ern. In der Mitte. David Bowie. Der ist auch ziemlich verrückt. Mit I. Iggy Pop. Und das ist der Lou Reed. Seine Band hieß The Velvet Underground. Von Andy Warhol. Das ist Andy Warhol. Diese Band, obwohl es sie nur ganz kurz gegeben hat, war sehr einflussreich in der Musik. Andere Art von Star. Ihr müsst euch vorstellen, das war neu. Das haben wir alle nicht miterlebt, dass eine neue Musik entsteht. Ihr müsst euch vorstellen, wie das auf diese Leute gewirkt hat damals. Plötzlich war das da, was ist das? Gleich ebenso wie Gary Newman. Der ist heute noch aktiv. Der vor einem halben Jahr in Bratislava ein Wesenkonzert gegeben. Das ist so ein bisschen wie Aliens, ne? Kurze Haare, diese Bewegung. Es war eine Punkband am Anfang. Und so ziemlich alle Begriffe, viele dieser Begriffe wie Post-Punk, Gothic Rock oder auch Cold Wave, wurden zuallererst auf Susie Sue angewendet. Also sie war eine Pionierin im Ganzen. Und Robert Smith von The Cure, da kennen Sie wahrscheinlich alle das Lied Friday I'm in Love. Aber wir haben jetzt was anderes. Die Schlüsselband in diesem Ganzen, Joy Division, Ian Curtis, beging Selbstmord, ich glaube mit 22 Jahren, also ganz jung. Da gab es auch einen guten Film dazu, der hieß Control. Sehen Sie, das war ein Auftritt bei Top of the Pops. Das war eine Sendung im BBC, wo neue Bands aufgetreten sind. Viele Elemente von Industrial-Musik drin. So, was bleibt von New Wave hier? In Deutschland ist das größer denn je, diese Szene. Es gibt jährlich mehrere Festivals in Europa, wo es nur um diese Musik geht. Das bekannteste ist wahrscheinlich, das ist nächstes Wochenende in Leipzig, das Wave-Gothic-Treffen. Dann gibt es Minimum Wave, das ist ein Label, das wurde Anfang der 2000er Jahre gegründet von einer Slowakin, glaube ich, Veronika Lasicka in New York. Und die hat alte Bands aus den 80ern gefunden und wieder neu herausgebracht. Also diese unbekannte Bands aus den 80ern, die vergessen waren, hat sie wieder gefunden. Ich habe seit
2010 eine Seite, da habe ich viel geschrieben über Musik meistens oder generell auch über Populärkultur. Da habe ich auch über Filme und Serien geschrieben. Und die Seite ist heute noch da, aber heute habe ich was gefunden, was mir mehr Spaß macht als Schreiben. Das erzähle ich euch dann später. Und über die Jahre habe ich ein großes Netzwerk aufgebaut mit Musikern. Also wir haben immer wieder geschrieben mit Musikern, die haben ihre Alben geschickt. So, was hältst du davon? Kannst du darüber schreiben? Und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, ich möchte diese Musiker alle mal selbst kennenlernen. Ich wollte eine Doku machen über diese Musik. Das habe ich dann vor 2 Jahren auch gemacht, Sommer vor 2 Jahren. Und bin nach Italien gefahren, nach Bologna, um diese Bands zu besuchen. Das waren die Bands, die ich getroffen habe. Die Doku könnt ihr auf YouTube anschauen. Wunderbare Erfahrungen. Auch manche konnten nicht Englisch. Und mein Italienisch ist auch minimal. In Sarin sind wir herumgefahren und haben diese Musiker besucht und interviewt. Bier trinken gegangen. Das war ganz interessant. Und das Gleiche haben wir das letzte Jahr auch gemacht. Und zwar in Polen. Polen hat auch eine große Szene. Eine Coldwave-Szene. Da haben wir Bands getroffen, aus den 80ern noch. Er ist heute ein berühmter Poet und Schriftsteller. Das war dann The Wave of Things. Ist noch relativ neu, also bis jetzt haben wir 18, 19 Episoden. Da haben wir verschiedene Sachen. Wir haben Interviews mit Bands über Konzerte, wo ich war, ein bisschen über Geschichte, was gerade Neues gibt, über Reisen. Oder einfach Spaß. Blondie oder Joy Division. Mhm. Ja, im Radio. Ja, ja, so, manche in den 80ern war das fast Mainstream. Ne? Auch Depeche Mode. Das, die Anfang 80er waren im Mainstream sehr dunkel. Ne? Ganze Musik. So gab es sehr viel Existenzialismus, Philosophie in der Musik.